Wenn du von Ängsten und Zweifeln und Depressionen und Krankheit und anderen üblen Mächten überwältigt werden möchtest, dann habe ich heute einen todsicheren Tipp für dich. Lies einfach nur noch 2, 3 Minuten pro Tag in der Bibel, vielleicht nur ein Verschen, eine Tageslosung, um dein christliches Gewissen zu beruhigen. Oder vielleicht hör ganz auf mit der Bibel. Lies sie nicht mehr. Dann ist dies der todsichere Weg in Ängste, Depressionen, Zweifel und Krankheit. Wenn du allerdings im Herrn wachsen möchtest, wenn du allerdings im Herrn siegen möchtest und heiß im Glauben bist, dann sieh dir jetzt gleich mein Video an, mariniert. Eine gute Marinade ist einfach schon das halberte Gericht. Wir wissen alle, wenn wir schon mal gegrillt haben oder ein Stück Fleisch gebraten haben oder einen Fisch, dass wir das vorher auch marinieren können. Und wenn wir ein Stück Fleisch oder einen Fisch gut marinieren, dann ist dieses Marinadearoma in diesem Fleisch oder in diesem Fisch drin. Und das schmecken wir dann auch. Und genauso soll es bei uns Christen sein. Dass die Marinade, nämlich das ist das Wort Gottes in uns, das in uns Leben annimmt, diese Marinade, die muss unverkennbar in aller Welt zu sehen sein. Wir, die wir uns Christen nennen, wir sollen und müssen durchmariniert sein von dem Wort Gottes, dass wir ein Aroma Gottes in uns tragen, das aus uns ausströmt. Und dass uns auch Gott als seine Kinder erkennt, wenn das lebendige Wort Gottes in uns lebt und aus uns herausquillt. Es heißt ja, wessen Herz voll ist, dessen Mund läuft über. Und wenn wir mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, mit dem Wort Jesu Christi gefüllt sind und es aus uns rausläuft, aus uns rausströmt, dann erkennt die Welt, dass wir die Kinder Gottes sind. Also ist es unverzichtbar, dass wir uns mit dem Wort Gottes tränken, ja marinieren, dass wir das Wort Gottes immer in uns tragen. Und daher ist es eigentlich selbstverständlich, dass wenn wir uns Christen nennen und Nachfolger Jesu Christi uns selbst nennen, dass wir im Wort Gottes baden, dass wir das Wort Gottes, die Bibel aufsaugen, sie trinken, uns damit marinieren. Und dann kann das Wort Gottes in uns auch Gestalt annehmen. Und dann duften wir nach dem Aroma Gottes, weil unser Herz dann voll ist und wir dann automatisch mit dem Wort Gottes überlaufen. Ich möchte uns heute ermutigen, mehr und mehr und mehr in der Bibel zu lesen, damit wir einen festeren Stand bekommen, denn das Wort Gottes ist das Leben und das Licht, das in uns dann wirkt. Lest das Wort Gottes. Lasst uns das Wort Gottes immer mehr lesen, rezitieren, darüber nachdenken und wenn es nur einzelne Sätze sind. Ein jeder nehme sich den Vers oder den Satz, den er den ganzen Tag dann immer wieder in Gedanken hat oder leise flüstert oder auch laut ausspricht, wenn es geht. Unser Fleisch muss durchmariniert werden von dem Wort Gottes, damit es aus uns rausquillt. Und dann können wir sagen, dass wir Nachfolger Jesu Christi sind, wenn wir durchtränkt sind von seinem Wort, wenn sein Licht aus uns rausströmt, wenn der Quell des lebendigen Wassers aus uns hinausquillt und die Welt erreicht. Und dann können wir sagen, dass wir die Werke Gottes tun können. Denn Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird meine Werke tun und wird noch größere tun. Amen.